Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Willkommen zur 78. Folge von Temtem. Wir sind ja immer noch in Uhuru. Die Schlacht haben wir ja gewonnen. Jetzt geht es ab zum Kongress, würde ich mal sagen. Guck mal, da sind sie. Und ich möchte mich bei allen Dojo-Meistern bedanken, dass sie unserem Ruf gefolgt sind, dem Ruf Kisivas, und die heute hier bei uns sind. Es sind aber nicht so viele Dojo-Meister, ne? Dojo-Meisterin Sophia für Dennis. Mhm. Dojo-Meister Tihani für Omninesien. Kapitän Koli von der Freiwilligen Brigade von Quetzal repräsentiert Tukma. Hm. Dojo-Meister Dr. Sasaya für Chipanku. Hm. Und Professor Konstantinus von der Airbury-Universität vertritt die Dozenten beider Hochschulen. Hm. Ich erkläre diesen ersten Archipel-Kongress für eröffnet. Aha. Das gab's in der Geschichte noch nie, Yaku. Dojo-Meister Tihani hat das Wort. Danke, ich werde mich kurz fassen. Viele von euch hören heute das erste Mal vom Clan Belsoto. Ich hingegen gehe ihrem Treiben schon eine ganze Weile nach. Auf einer Forschungsreise nach Deniz hörte ich davon, dass uralte Ruinen bei der windgewandten Festung geplündert worden waren. Wie sich herausstellte, steckte eine gewisse Lady Lottie hinter dieser Sache. Ich wusste, dass sie vor langer Zeit mit gewissen arborianischen Elementen zu tun gehabt hatte. Also entschloss ich mich, in dieser Sache professionell ermitteln zu lassen. Musa, ich würde gerne einen Zeugen aufrufen. Bitte sehr. Carlos? Und Akuyaku? Ich hatte mich schon gefragt, was du wohl so treibst. Beim Silaro, Akuyaku? Ah, guck mal. Der Archipelkongress ruft Carlos und Akuyaku aus Deniz auf. Sie gehören beide dem Widerstand an und haben tapfer bei der Schlacht von Uhuru gekämpft. Das freie Volk von Kisiva dankt euch für eure Dienste, Freunde. Ich bin Privatdetektiv. Tihani hat mich angeheuert, Nachforschungen in Sachen dieser Lady Lottie anzustellen. Bald schon führt ihre Spur mich zu einer Geheimgesellschaft, die sich Clan Belsoto nennt. Ich folgte ihrer Fährte von Deniz nach Omninesien, wo Lady Lottie eine sogenannte Wissenschaftsmission am Anak-Vulkan durchführte. Die Belsoto hatten einen künstlichen Ausbruch herbeigeführt, um Diamant-Temtem erschaffen zu können. Das kommt mir bekannt vor. Dort begegnete ich Akuyaku aus Zara, einem Jungbändiger, der einer jungen Bändigerin, einem Jungtalent... mir half, die Belsoto zu besiegen. The fuck? Akuyaku hat den Vulkan infiltriert und die Operation der Belsoto lahmgelegt, die von einem gewissen Dr. Hamijo geleitet worden waren. Moment, hast du da gerade Dr. Hamijo gesagt? Bitte, Dr. Sasaya, lass uns die ganze Geschichte hören. Entschuldigung. Mein alter Freund, Badru Turai, informierte mich über ein seltsames Kommen und Gehen hier in Kisiva und über die zunehmende Anzahl von Luftschiffen, die in diese Richtung kamen. Während ich also in Airbury war, um dieser Lady Lottie nachzugehen, sollte Akuyaku sich hier mit Badru Turai treffen. Diesen Teil der Geschichte kennen wir wohl alle. Was hast du in Airbury herausgefunden? Lady Lottie ist mit dem alten Adel von Lochburg verwandt, aber andere Hinweise konnte ich nicht finden. Das war eine Sackgasse. Als ich dann versuchte, zurück nach Kisiva zu kommen, um mich mit Akuyaku zu treffen. Tja. Danke, Carlos, und auch danke dir, Tihani. Was kannst du uns sonst noch erzählen, Akuyaku? Ja, mein Luftschiff wurde angegriffen. Durch dieselbe Lady Lottie, als Rache dafür, dass wir sie aus dieser Festung in Deniz geworfen haben. Wir stürzten in Tukma ab und wären fast gestorben. Als ich Quetzal erreichte, wurde ich prompt in den Kerker geworfen. Es tut mir leid. Und dann kam Akuyaku in mein Dojo und er trat dem Widerstand bei. Was kannst du uns über Max erzählen? Ja, er war trotzdem der Freund, der Jugendfreund, ne? Aber jetzt ist Xier, also Max, tot. Der General hat Max getötet, als Max sich weigerte, einen Befehl zu befolgen. Wir alle bedauern deinen Verlust, Akuyaku. Hast du sonst noch etwas Brauchbares für uns? Ich habe von etwas namens Telobos gehört. Ich weiß nicht, wer, was oder wo das ist. Es wäre besser, wenn wir unseren Feind kennen würden. Aber zumindest wissen wir, dass Clan Belsoto noch einen Assimärmel hat. Wir müssen auf der Hut bleiben und die Initiative ergreifen, bevor so etwas erneut passiert. Nun denn, es waren wohl fürs Erste genug Informationen. Der Kongress dankt und entlässt Akuyaku. Werte Mietzüchter,
Mietzüchter. Wir müssen uns auf ein Vorgehen einigen, und zwar schnell. Die Belsoto haben eine Schlacht verloren, nicht jedoch den Krieg. Krieg? Ich bin mir nicht sicher, ob wir das so nennen sollten. Mir missfällt das so sehr wie jedem anderen hier, Dr. Sasai, aber leider ist es tatsächlich so weit gekommen. Wir müssen mit Worten vorsichtig sein. Die Dozenten von Airbury möchten nur ungern Operationen unterstützen, die den gesamten Archipel umfassen, da sie in ihnen eine Gefahr für ihre Unabhängigkeit sehen. Wie wir es nennen, es ist irrelevant, werte Mitzüchter. Lasst uns alle Kisiva eine Warnung sein. Wenn wir es nicht schaffen, uns den Belsoto vereint zu stellen, werden wir besiegt werden. Wenn ihr das duldet, werden eure Inseln die nächsten sein. Fahren wir also fort. Aha. Du hast dich gut geschlagen, Okuyaku, und halten wir uns unter vier Augen. Die brauchen sicher noch ewig. Lass uns von hier verschwinden. Ja, let's go. Aha. Nun denn, wir müssen entscheiden, wie unser nächster Schritt aussieht, Okuyaku. Ich hoffe, dass der Boss eine neue Spur hat. Mhm. Das war eine lange Unterhaltung. Mhm. Schön, dich wiederzusehen, Okuyaku. Da sehen wir nun wieder, wir drei. Das letzte Mal haben wir uns in Nanga gesehen. Vor einem Jahr? Aha. Also, wie sieht es aus, Boss? Hat der Kongress einen Plan? Mhm. Mehr oder weniger. Es gibt eine Art vorläufigen Entschluss, aber nicht die entschlossene Entscheidung, die ich mir erhofft hätte. Es wird länger brauchen, als ich dachte, den gesamten Kongress zu einer gemeinsamen Aktion zu bewegen. Ja, wer steht denn auf unserer Seite? Na, hoffentlich doch alle. Immerhin ist die andere Seite Clan Belsoto. Ich weiß, was du meinst. Offensichtlich weiß Musa nur zu gut, welche Gefahr die Belsoto darstellen. Hol ebenfalls. Aber er ist mit einem Haufen Freiwillige hier und hat nicht die Unterstützung des Dojo-Meisters von Tukmani. Ah. Gut, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast, Boss. Mhm. Ich bezahle dich nicht, damit du mir schmeichelst, Carlos. Ja, es ist höchste Zeit für Taten. Wir können nicht einfach rumsitzen, bis der Archipel-Kongress zu einer Entscheidung kommt. Stimmt. Wir müssen die Initiative ergreifen, in die Offensive gehen, bevor die Belsoto sich neu sammeln und erneut zuschlagen können. Mhm. Das Problem ist nur... Aha. Wir wissen nicht wo. Ja, und jedes Mal, wenn wir irgendwo hingehen, schlagen die Belsoto anderswo zu. Sie sind uns immer einen Schritt voraus. Ich brauche einen Hinweis, dem ich folgen kann, Boss. Nun, ich hätte da das Tagebuch von Lady Lottie. Du hast... Was? Aha. Zeig mal her. Ja, dann gehen wir das mal ab. Woher hast du das? Hab ich im Banyan in Omninesien gefunden. Ah. Du lernst von den Besten, was? Ich nehme an, du kannst mehr mit dieser Seite des Tagebuchs anfangen als ich. Sie beschreibt da offenbar eine bestimmte Technik zum Bändigen von Temtem. Abspreizen. Zu überleben ist oft der größte Sieg. Diese Technik ist nicht nur effektiv, wenn das Temtem bereits alarmiert ist und lässt es zwei Runden lang ausweichen. Okay. Kannst du etwas Brauchbares finden, Carlos? Wir brauchen einen Hinweis, der uns zu ihrem Anführer führt. Oder etwas, das auf ihren nächsten Schritt hinweist. Aha. Bin dran, Boss. Wird eine Weile dauern, bis ich das alles durchgeforstet habe. Gut, dann mach dich mal in die Arbeit, Akoyako. Hör zu, ich muss wieder nach Omninesien. Ich muss das alles mit Raviri besprechen. Bevor ich aufbreche, möchte ich dich um etwas bitten. Noch mehr Botengänge. Komm schon, Bändiger. Wolltest du lieber ein langweiliges Leben im Dojo? Jetzt kannst du endlich zeigen, was du auf dem Kasten hast. Du müsstest für mich mit Sasaya reden. Sie ist die Dojo-Meisterin von Chipanku und eine Koryphäe. Sie hat damals die Digital-Temtems mehr oder weniger im Alleingang erfunden. Damals war Haimijo einer ihrer besten Schüler. Das war zu der Zeit, in der wir alle unsere ersten Schritte machten. Wie dem auch sei, lange Rede, kurzer Sinn, sie könnte etwas über ihn wissen, das uns weiterhilft. Ich möchte, dass du mit Sasaya redest und der Spur von Haimijo folgst, während Carlos dem Hinweis von Lady Lottie nachgeht. Gut. Dann, befrage Dr. Sasaya über Belsoto. Ist die denn noch hier oder muss ich jetzt dafür extra nach Chipanku? Das ist jetzt natürlich die große Frage, ne? Nee, nicht absitzen. Ist sie denn... Ja, die ist tatsächlich hier in der Nähe. Jedes Mal musst du hier nach unten laufen, ey. Könnt ihr die nicht einen Fahrstuhl oder so machen? Nicht so schwierig, naja. Hier drin ist die. Wo denn? Ah, guck mal. Hier ist sie. Ich frage mich, ob es auch Bücher über angewandte Psychohistorie gibt. Oh, du bist es. Koyaku war der Name, richtig?
Du hilfst diesem denizianischen Detektiv, nicht wahr? Nein, ich bin Akoyaku und der beste Bändiger der Welt. Ich habe schon viele, zu viele größenwahnsinnige junge Bändiger getroffen. Aber, was kann ich für dich tun? Ich forsche nach über Hamijo. Ah, das. Tiane hat auch danach gefragt, aber dann musste sie diesen Detektiv treffen. Da du mit den beiden zusammenarbeitest, schätze ich mal, dass ich dir vertrauen kann. Also, mach es dir bequem. Es ist eine etwas längere Geschichte, aber ich versuche mich kurz zu fassen und lange Ausführungen wie die von Professor Victor zu vermeiden. Jedes Mal, wenn eine Geschichte erzählt, könnte ich mir die Haare raufen, bis sie ausfallen. Erzähl mir nur von Hamijo. Du weißt nicht, was dir entgeht. Kurz gesagt, Hamijo ist ein alter Kollege. Wir hatten unterschiedliche ethische Ansichten und er verschwand, verbittert und wütend. Bis zum Kongress wusste ich nicht mal, dass er sich Clan Belsotto angeschlossen hat. Und was sagt uns das? Es erklärt den Vorfall in Anak, von dem du erzähltest. Es sagt uns, dass Clan Belsotto unermesslich viele Digital-Temtem hat. Es erklärt die Invasion von Kiziwa und die neuesten Vorfälle in Chipanko. Seit einiger Zeit bereits sind Digital-Temtem aus meinem Labor in Nanto verschwunden. Ich dachte, es wären nur freche Laborhelfer oder gierige Bändiger. Aber jetzt erkenne ich ein Muster und es gibt Gerüchte über eine Wolkenfestung. Ich hatte das als Märchen abgetan, dass sich betrunkene Dorfbewohner in der Kneipe erzählen. Aber jetzt, ich denke, da ist etwas Wahres dran. Temtem verschwunden. Ja, und viele scheinen entkommen zu sein oder wurden absichtlich in die Wildnis entlassen. Das hat Probleme mit den Temtem vor Ort verursacht. Ich dachte, es war ein Versehen, aber jetzt bin ich nicht mehr so sicher. Es hört sich eher nach einer groß angelegten Aktion der Belsotto in Chipanko an, die seit einiger Zeit direkt vor meiner Nase passiert. Und was ist das mit der Wolkenfestung? Das klingt noch interessant. Sie ähnelt zu sehr den Legenden und Märchen wie Nantoshima Monogatari, um ernst genommen zu werden. Aber gleichzeitig passt es zu Aussagen, die wir beim Archipelkongress von Kämpfern im kisivanischen Widerstand gehört haben. Eine Art riesige, mobile Festung. Dann muss ich nach Chipanko. Nicht so schnell. Glaub mir, Chipanko ist groß und die Zeit ist knapp. Du kannst nicht die ganze Insel nach Belsotto absuchen. Der Clan könnte einen Angriff vorbereiten, während wir hier sitzen. Du musst es mehr eingrenzen. Sobald wir dort sind, kann ich dir so viel helfen wie nötig. Aber wir brauchen eine genauere Position. Und natürlich ein Luftschiff. Ich werde mit Carlos sprechen. Sehr gut, und vergiss nicht, dass wir ein Luftschiff brauchen. Chipanko ist zu weit weg, um die ganze Strecke zu felshopsen. Oder wie das heißt. Okay. Jetzt müssen wir wieder mit Carlos reden. Das ist ein spannender Part. Einfach die ganze Zeit nur reden, reden, reden. Naja. Gehen wir zurück zu Carlos. Ja, jetzt kommt halt wahrscheinlich wieder viel Storytime und wenig Kämpf. Oh ne, das ist das Temporium. Viel Story und wenig Kämpfe. Und rein. So. Partner, was ist passiert? Wir brauchen ein Luftschiff. Da wäre die Narwal, oder? Ich meine, wenn du die Mannschaft dazu bringen kannst, dich mitzunehmen. Das letzte Mal war die Reise ja etwas holprig. Ja, wir müssen nach Chipanko. Chipanko. Ja, das macht Sinn. Aber wohin in Chipanko? Das ist etwas, das ich dir zeigen wollte. Ich habe dieses Tagebuch studiert, das du mir gebracht hast. Unsere alte Freundin Lotti hat eine geheime Botschaft in dem Text hinterlassen. Bringe Telobos nach Iwaba. Operation Zaobian muss fortgesetzt werden, um den Standort zu besetzen. Was ist Iwaba? Ja, das ist eine Wildnis an der Grenze von Chipanko und genau der Ort, an dem ich eine riesige schwebende Festung verstecken würde, wenn ich eine hätte. Und das dürfte dann dieses Telobos sein, von dem kisivanische Augenzeugen sprechen. Wir haben es, Akoyaku. Wir wissen jetzt, wo sich die Belsotto verstecken. Wir können sie angreifen, bevor sie ihre nächste Invasion in die Tat umsetzen können. Schnell, geh zu Musa und reise auf dem kürzesten Weg nach Iwaba. So, jetzt, warum brauche ich denn Musas Zustimmung? Der ist nicht mein Chef oder so. Ja, gehen wir halt wieder zurück. Oh je. So, hoch und dann ist er da links. So, mein lieber Musa. Schön, dich wiederzusehen. Ich weiß, wo die Belsotto sind. Ja? Das sind ausgezeichnete Neuigkeiten. Wir müssen jetzt die Schlacht in ihre Heimat bringen, anstatt nur zu warten und zu reagieren. Das Problem ist, dass der Archipelkongress praktisch zwiegespalten und somit handlungsunfähig ist.
Tiani und ich haben es nicht geschafft, sie dazu zu bringen, einer gemeinsamen Aktion zuzustimmen. Also müssen wir uns auf vertrauenswürdige einzelne Akteure verlassen, bis wir eine Armee aufstellen können. Hm. Richtig geraten. Du bist gemeint. Ja, was für eine Überraschung. Tritt näher. Als Präsident des ersten Archipelkongresses ist es mir eine Ehre, dir, Akuyaku, aus Deniz den Titel Spezialkongressagent zu verleihen. Du wirst als Sonderbeauftragter des Kongress handeln. Du bist unsere rechte Hand und unsere Vorhut im Kampf gegen Clan Belsoto. Ich bin müde. Das bin ich auch. Und das ist auch jeder andere Kisiwana. Aber wir müssen weiterkämpfen. Wir müssen das zu Ende durchstehen. Wir werden in Chipanko genauso hart kämpfen wie auf den Ebenen und in den Bergen von Kisiwa. Wir werden gegen sie kämpfen an den Stränden von Deniz, in ihren fliegenden Festungen. An Orten so hoch wie das hoch oben und so tief wie das unten drunter. Und wir werden uns nicht ergeben. Ja, nieder mit dem Belsoto, hm? Der Erlass des Kongresses wird die Nawal zum Kongressschiff ernannt und Adia zu einem unserer Spezialagenten. Du hast den Vortritt beim Auftanken und Abheben. Alle Freunde der Freiheit überall im Archipel werden alles tun, um den Träger dieses Siegels zu helfen. Kongressabzeichen, okay. Du gehörst zu den wenigen, denen nie dagewesene Verantwortung übertragen wurde. Ich bin jetzt ein VIP. Solle zurück ins Dojo. Okay, tschüss. Fliege für den Archipel-Kongress nach Chipanko. Was ist denn eigentlich jetzt hier da unten? Das ist doch auch ein Dojo, oder? Ich will dahin. Ich muss hier hoch. So. Dann hier nach unten. Der Uhuru ist wie ein Labyrinth. Und dann hier. Sind wir da? Ist es denn ein Dojo? Ich glaube nicht, ne? Ne, was ist das denn? Hallo? Lang lebe Kisiwa. Ja. Ein Möbelgeschäft. Ich schaue mich weiter um. Okay. 5500 Pansans. Ein Kunsttrommelset. Nee, das will ich nicht kaufen. Was ist das hier? Gerahmtes Foto bei den Hörnern. Ein Bett kostet wie viel? 12.000. Okay, was ist das? Ein Sofarechteck. Sandsteinboden. Flechtwerk mit Lehmverstrich. Eine Küche? Ne, ein Ofen einfach nur. Ein Fernseher. 50 Zoll Flatscreen. Das ist natürlich nice. Aber ich dachte, das könnte vielleicht irgendwas Spannendes sein und nicht ein Möbelgeschäft. Naja. Gut, dann kann ich wieder den ganzen Weg nach oben laufen. Weil dort die Nawal steht. So, und wieder hoch. Guck mal, alle Temtem von mir sind jetzt offiziell Level 50. Das ist geil. So, dann ist hier das Terminal. Und ich würde sagen, für heute ist erstmal gut. Ja? Ich bedanke mich beim Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.